Ich hoffe, ihr habt schon ganz, ganz viele tolle Sachen hier gesehen bei unserem Tag der offenen Tür hier bei Starlight Express. Ich bringe euch jetzt mal 4 Worte in den Raum und ich möchte wissen, was ihr denkt. Freiheit, Schönheit, Wahrheit und Liebe. Was verbindet ihr damit? Das geht lauter. Was verbindet ihr mit diesen Worten? Wir haben für euch jetzt hier Special Gäste von Moulin Rouge. Das Filmmusical von 2001 von Baz Luhrmann wurde auf die Bühne gebracht. Die romantische Geschichte von Satine und Christian gibt es jetzt aktuell im Musical Dome in Köln. Und hier haben wir für euch als allererstes Anne-Sophie von Moulin Rouge mit Firework. Hallo ihr Lieben, geht's euch gut? Wer von euch kennt Moulin Rouge? Ah, sehr schön. Dann ist dieser Song für euch. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screams, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you? You just gotta ignite the light and let it shine. Just turn the night like the 4th of July. You don't have to feel like a waste of space. You're an original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe the reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know. You just gotta ignite the light and let it shine. Just turn the night like the 4th of July. The fear of the burn your earth. The moon is your burn your earth. Make it so hard. And you shine above the sky. Of cards, one blow from caving in. Dankeschön. Ein riesigen Applaus für Anne-Sophie. Was eine Stimme, oder? Wo kommst du her? Aus Hamburg. Aus Hamburg? Ja. Meine Güte, wie lange bist du bei Moulin Rouge jetzt mit dabei? Also mit Probenstart seit Februar, meine Premiere hatte ich im April. Mega, Wahnsinn, ganz frisch mit dabei. Also wenn ihr Anne-Sophie mal live erleben wollt, bei Moulin Rouge im Musical Dome in Köln, kommt vorbei. So, und du hast jetzt noch einen wunderschönen Duettpartner mitgebracht, ja, habe ich gehört. Den besten Duettpartner, den man sich vorstellen kann. Und zwar kommt hier für euch jetzt noch Jonas Hein und die beiden singen für euch Your Song aus der Show. Viel Spaß! I don't have much money, but boy, if I did,
I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the bei euch, noch gar nicht so lange her, ne? Da habe ich dich dann in der Show besucht. Ja. Und es ist immer wieder faszinierend, diese Show zu gucken. Wirklich, wer es noch nicht gesehen hat, geht hin zu Moulin Rouge. Was bewegt euch am meisten an euren Rollen und an der Show selber? Also für mich persönlich, glaube ich, die Vielseitigkeit. Es ist einerseits eines der buntesten und spektakulärsten Musicals, die ich selber spielen durfte, aber auch gleichzeitig eine der bewegendsten und ruhigsten und stillsten und intimsten zugleich. Und das finde ich ganz bezeichnend bei diesem Musical, dass das Stück es tatsächlich schafft oder die Show es tatsächlich schafft, beides miteinander so wunderbar zu verknüpfen. Es ist einfach schön. Ich fand es auch so romantisch, ne? Also wer wirklich eine romantische Story sehen will, geht da hin. Ann-Sophie, was ist dein absolutes Lieblingslied aus der Show? Ihr habt ja so viele unterschiedliche Songs, die da drin verwoben wurden, die man alle kennt und wo man immer wieder mitgehen möchte. Ich glaube, es sind um die 80 Songs, die in dem Stück verbaut wurden. Und das über einen Zeitraum von, ich glaube, den letzten fast 100 Jahren. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Diese Mashups, es ist immer wieder so überraschend zu sehen, was da passiert auf der Bühne. Einfach der Hammer. Was ist dein absolutes Lieblingslied? Also von den Songs, die Satine singt, ich finde das erstmal total schwer zu beantworten, weil ich wirklich für jede Gefühlslage ist was dabei. Deswegen ist alles einfach irgendwie so, nimmt einen mit. Aber ich liebe Diamonds, also die erste Nummer, weil die macht einfach so viel Spaß.
Dein großer Favorit von mir ist auch Firework, also das liebe ich auch einfach. Aber wenn man mich fragt, was meine absolute Lieblingsnummer ist, dann ist es Roxanne. Oh wow. Ja. Also ich muss echt sagen, bei Diamonds war ich sehr, sehr eifersüchtig, sehr neidisch. Also da, den Glitzerfummel. Den besten Auftritt, den man sich in einem Musical nur wünschen kann. Wahnsinn. Also für alle Leute, schaut euch Moulin Rouge in Köln im Musical Dom an. Und für alle, die es noch nicht wissen, am 6. September gibt es auch dort einen Tag der offenen Tür. Zum allerersten Mal. Wie bei uns hier. Zum allerersten Mal. Wisst ihr schon, was die Leute da so erwartet beim Tag der offenen Tür? Was da so los ist? Es gibt Backstage-Führungen, eine extra für diesen Tag inszenierte Technikshow, wo man wirklich ganz genau hinter die Kulissen sehen kann und anhand einer Szene sehen kann, wie sich so eine ganze Show aufbaut und was alles dazugehört, bis so eine Show auf der Bühne stattfinden kann. Und ich glaube, das wird ein ganz spannender Nachmittag. Das wird bestimmt richtig mega. Also, wer den Concord live erleben will, Moulin Rouge in Köln, danke an euch beiden. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Das ist euer Applaus. Danke, ihr Lieben. So, das war doch mal ein Auftritt, oder? War das mega? Seid ihr